Nummer 29, Formios Wettervorhersage. Heute bleibt das Wetter am Pokémonplatz völlig klar. In anderen Gebieten kann es regnen oder wölkig sein. Und je nach Tageslaune kommt auch mal die Sonne vor. Nummer 30, Farbigels Gemälde verkauft. Farbigel, der Künstler mit dem einzigartigen Talent für die Malerei, hat ausgesorgt. Gestern wurde eines seiner Werke für 300 Millionen Poke verkauft. Bei dem Kunstwerk handelte es sich um eine Arbeit aus seiner Frühphase. 31, Kabuto fühlt sich wieder jung. Einer unserer ältesten Bewohner fühlt sich wie neu geboren. Kabuto hatte ein langes Gespräch mit Relikant, bei dem beide von der guten alten Zeit schwärmten. Doch nicht einmal Kabuto kann mit Relikants Geschichten von vor 100 Millionen Jahren mithalten. Kabuto dazu, jetzt fühle ich mich gleich viel jünger. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Ein Ticket. Normale. 2. Nachdem ich viele Intensivtickets verbraucht habe, zweimal die Illusionshölle erkundet habe und alles vorbereitet habe, bin ich nun endlich bereit, den Himmelsturm erneut zu versuchen. Doch bevor ich dorthin gegangen bin, wurde ich von unserem guten Freund Metagross angehalten, welcher meinte, er wolle mit uns im Himmelsturm. Und jetzt habe ich statt Magitilo einen Metagross hier im Team. Aber keine Sorge, wir werden natürlich auch nochmal mit Magitilo spielen. Viel Spaß mit dem Gameplay. Thank you.
So, und damit herzlich willkommen nach diesem ganz kurzen natürlich Einspieler von wie ich hier hingekommen bin. Mit meinem Meter groß. So, ich werde kurz gucken, ob ihr auch nichts vergessen habt. Pikachu wird schon gut gehen. Obwohl, ich könnte ihm auch jetzt schon mal den großen Apfel geben, weil warum nicht? Ich glaube, ich mache das sogar. Oder kommt da gerade ein, ah, da kommt ein Pokémon auf uns zu. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Weil Pikachu hat ja eh noch. Wie viel hat Pikachu?
53, ja, braucht man es eigentlich nicht unbedingt. Wir haben noch zwei Top-Elixier, ich habe schon alle aufgefüllt, deshalb zur Not. So, wie viele Belebungen habe ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein Flea-Orb. Falls es doch nicht klappen sollte, damit ich nicht warten muss, bis ich gerettet werde, kann ich sofort Flea-Orb einsetzen in meiner allerletzten Runde. Teambeleber-Orbs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann habe ich hier noch ein Tempo-Orb. Das werde ich wahrscheinlich direkt einsetzen. Da steht nämlich, erhöht für eine Weile das Tempo des gesamten Teams. Stopper-Orb. Versetzt alle Gegner auf der Ebene in den Zustand Versteinerung. Wahrscheinlich werde ich erstmal Stopper-Orb einsetzen und dann Tempo am Anfang. Und dann sind die hier danach dran. 7-mal kann ich Schlafzeug einsetzen und 6-mal den Erstarrzweig. Und ich werde mit Metagross angreifen. Pikachu werde ich versuchen nach vorne zu schicken. Denn Pikachu hat Wangenrubbler. Was ich ihm beigebracht habe. Was sehr wichtig wäre. Und Bisasam hat eventuell Igelsamen, aber das ist tatsächlich nicht so gut. Und das will ich demnächst mal entfernen. Ich bin so krass gehypt. Wir fangen an. Egal wie oft ihr zu mir zurückkehrt, ihr werdet jedes Mal aufs Neue scheitern. Ihr habt hier nichts verloren. Ich kenne keine Gnade gegenüber Narren, die mein Reich betreten. Ich habe euch gewarnt, macht nicht auf euer Ende gefasst. Mach du dich auf dein Ende gefasst. Nach vorne. Ja, okay. So, wir müssen nach vorne. Oh nein. Okay, Windhose nur. Bin ich direkt vor ihm? Ich sehe es nicht. Ups, sorry. Yes, ich bin direkt vor ihm. Okay, was haben wir alles? Nichts sehr Effektives. Okay. Bisasam ist am schlechtesten, deshalb würde ich sagen, für Bisasam ignorieren wir leider erstmal. Ich habe vergessen, was die stärkste Attacke von dir ist, Bro. Metagross. Was waren deine Attacken nochmal? Oh, Sternenhieb müssen wir einsetzen. Ja, wir setzen Sternenhieb ein. Alles klar. Bam! Zack! Und Hyperstrahl. Nein, nein, natürlich nicht! Super! Oh nein, aber der Sturm kommt drauf. Okay, wo sind wir? Okay, das ist ziemlich gut. So war, glaube ich, am besten. Leider ist halt Bisasam jetzt da. Oh nein. Okay, gut. Ja, ja. Bisasam. Aber um Bisasam kümmere ich mich, wie gesagt, nicht. Ich kann mich nämlich gerade nicht um Bisasam kümmern. Ja. Okay, paralysiert. Starker Wind. Verdammt, was mache ich? Hier lang. Geht nicht. Ah, ich werde getroffen, oder? Nee, warte, ich mach so. Aber warte, ich hätte ihn wegdrücken sollen. Jetzt ist Pikachu noch getroffen. Ach, sorry. Da habe ich nicht ganz mitgedacht. Okay, Pikachu lebt aber noch. Okay, einen Schritt weiter und jetzt kann ich ihn angreifen. Okay, Pikachu ist down. Wir nehmen ihn wieder. Okay. Sturm ist mir egal. Sternhieb 90. Ich glaube, Dreikas hat um die 1500 bis 2000 Leben. Ungefähr. Was? Warum wurde der jetzt einfacher? Einen Mega-Hyperstrahl, wie es aussieht. Wenn wir das überleben. Was? Was passiert? Ah, was ist das? Ein Erdbeben? Nein, das kann doch gar nicht sein. Wir sind hier schließlich über den Wolken. Das sind Schockwellen. Und sie sind gigantisch. Ah, jetzt verstehe ich.
Sieh nur, Rayquaza, über dir! Hä, was? Der Komet, er ist schon so nah! Er wird uns alle umbringen! Was ist das? Das ist ein Meteorit und er ist riesengroß! Wenn ihn niemand aufhält, wird er den Planeten zerstören. Deshalb sind wir hergekommen, Rayquaza. Wir brauchen deine Hilfe. Das ist also der Grund. Ja, wir flehen dich an. Du musst ihn zerstören, und zwar schnell. Seid gewarnt. Wenn ich das tue, müsst ihr auf alles gefasst sein. Der Meteorit ist bereits zu nah. Wenn ich hier und jetzt meinen Hyperstrahlen fessle, werdet ihr nicht unversehrt bleiben. Danke, dass du so ehrlich mit uns bist. Aber wir sind fest entschlossen. Wir ziehen das durch. Komme, was wolle. Das wollte ich hören. Mach dich bereit! Ist das ein Traum? Nochmal ganz kurz. Ich hatte das Gefühl, ich glaube, entweder der Boss wurde einfacher, weil ich einmal verloren habe, oder die Leben, die ich ihm abziehe, die bleiben gespeichert. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Und ungefähr so müsst ihr es auch machen. Einfach etwas mehr leveln, trainieren, wie ich es halt vorher gesagt habe. Und Taktik. Immer vor Wind abhauen und ganz nah an ihn dran, dann immer mit Nahkampfattacken ran. Okay, weiter geht's. Nein, das ist kein Traum. Hat mich vielleicht die Explosion erwischt, als der Meteorit zerstört wurde? Wandle ich jetzt etwa als Geist zwischen den Welten? Was passiert jetzt wohl mit mir? Das ist doch Gengar! Hallo Mike! So leicht lässt du dich also klein kriegen? Du enttäuschst mich! Mal sehen, was soll ich jetzt mit dir anstellen? Ich hab's! Ich bringe dich in die Schattenwelt! Ja, gute Idee! Genau das mache ich! Gengar schleppt mich fort. Er sagte was davon, dass er mich in die Schattenwelt bringt. Was mag das wohl für ein Ort sein? Hat er etwa vor, mich ganz allein in einer mir völlig fremden Welt auszusetzen? Hä? Moment mal! So ein Mist, ich hab mich verlaufen! Was? Ah, Mann, Google Maps ist wieder kaputt! Das sieht mir gar nicht ähnlich! Wo geht es denn jetzt lang? Okay. Die Sache ist mir doch zu lästig. Ich lasse dich einfach hier liegen. Mach's gut, auf Nimmerwiedersehen. Hey! Hallo, kannst du mich hören? Wach auf! Wo? Wo bin ich? Er ist wieder bei Bewusstsein. Juhu! Ich
Ich glaube, jetzt verstehe ich es. Ja, Gengar hat mich in Wirklichkeit gerettet. Sag bloß, wurdest du etwa auch von Gengar gerettet, Mike? Ihr lebt und da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir hatten uns solche Sorgen gemacht. Ihr wart unglaublich. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Das ist so schön. Danke, das bedeutet uns viel, Freunde. Aber was noch viel wichtiger ist... Was ist mit dem Meteoriten? Wo ist der? Habt keine Angst, der Meteorit wurde zerstört. Die Katastrophen werden ein Ende nehmen. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber sobald. Was ist mit dem Rest des Teams? Seid unbesorgt, alle sind in Sicherheit. Wirklich? Da bin ich ja erleichtert. Wir haben es geschafft, Mike. Wir haben es wirklich geschafft. Jetzt kehrt überall wieder Frieden ein. Naja... Das schon. Aber wir haben ihm nichts davon erzählt, dass wir gehen müssen. Überall herrscht zwar jetzt Frieden, aber... Wir müssen Abschied nehmen. Ich bin so froh. Heute wird gefeiert, so viel steht fest. Oh ja, ich feuer am besten gleich mal meine Hydropumpe ab. Da kommt Stimmung auf. Nächster, das machst du mal schön woanders. Ich habe keine Lust, das zu werden, auch wenn ich Wasser-Pokémon bin. Ach, lass ihn doch! Feuer frei, Tutok! Halt dich nicht zurück! Soll das ein Witz sein? Bruder, mach doch nicht diesen! Ich halte ihn fest, damit er nicht weglaufen kann. Oder von der Klippe stürzt. Haha, gute Idee! Ey, lass das! Seid ihr alle verrückt geworden? Hahaha! Sie haben alle Spaß. Das ist doch schön. Mike! Gardevoir. Wir haben dir und deinen Freunden viel zu verdanken, Mike. In unserer Welt ist wieder Frieden eingekehrt. Danke für alles. Damit hast du deine Aufgabe erfüllt, Mike. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Mike, es tut mir so leid. Doch du musst dich jetzt von deinen Freunden verabschieden. Und wir lösen uns langsam in Luft auf. Was ist mit Mike los? Das sieht gar nicht gut aus. Mike! Ein Körper! Was passiert mit dir? Pika, meine lieben Freunde. Es tut mir leid, aber ich muss euch verlassen. Wie bitte? Was sagst du da? Hört mir bitte zu, Freunde. Ich danke euch für alles. Wovon redest du da? Du nimmst uns doch auf den Arm, oder? Musst du wirklich gehen? Ich habe meine Rolle als Pokémon erfüllt. Ich muss jetzt wieder zurück in die Welt der Menschen. Dir ist es ernst damit, nicht wahr? Du musst zurück in die Welt der Menschen? Aber warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Ich dachte, wir wären Freunde. Oh Gott, das ist so sad. Ja, das sind wir auch. Wir werden immer Freunde sein, Pika. Ich werde dich nie vergessen. Geh nicht, Mike. Ich bin so glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Mike? Es tut mir so leid. Leb wohl. Mike! 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 Oh Gott, ich weine. Ich weine immer bei diesem Spiel. Bei dieser Stelle. Es ist traurig. Mike, nein! Und da sind wir fort. Oh nein, Mike! Warum muss ich so gehen? Ich verstehe das einfach nicht. Warum musstest du uns verlassen? Mike hat mir das Leben gerettet, aber ich hatte keine Gelegenheit, mich gebührend dafür zu bedanken. Er ist einfach verschwunden. Ich hätte ihm so gern noch Danke gesagt. Mir geht's genauso. Dass er plötzlich verschwindet, ist einfach nicht fair.
Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hatte. Ihr dürft ihm das nicht übel nehmen. Mike hat unsere Welt gerettet. Habt ihr seinen Blick gesehen, bevor er gen Himmel aufbrach? Er wirkte so, als wüsste er ganz genau, was ihm als nächstes erwarten würde. Als hätte er sich voll und ganz seinem Schicksal ergeben. Ich denke, ich weiß, was in ihm vorging. Mike wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und dann, als sie den Planeten vor dem Meteoriten gerettet hatten, da wusste Mike, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Aber warum hat Mike mir das nicht eher gesagt? Wie konnte er mir so etwas Wichtiges verschweigen? Bestimmt wollte er es dir sagen. Ich glaube, er hat es einfach nur nicht übers Herz gebracht. Ich weiß, dieser Abschied tut weh, aber Mike geht es genau wie dir. Daran besteht kein Zweifel. Oh ja, versuch ihn bitte zu verstehen, Pika. Mike! Oh, so sad. Und da sind wir. Wir reisen zurück in die Menschenwelt. Was geschieht mit mir? Ich schwebe Richtung Himmel. Ist das etwa mein Geist? Ich frag mich, wohin die Reise geht. Stimmen! Ich höre Stimmen! Sein Freund ist furchtbar traurig. Eure Freundschaft war etwas Besonderes. Eine Freundschaft fürs Leben. Das ist dir jetzt bewusst. Wenn du es dir von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. What? Und da sind die Credits! Wie die Story weitergeht, geht nach den Credits dann weiter. Macht Sinn. Und ich muss gerade wirklich weinen. Ich werde gleich bestimmt noch weiter heulen. Es ist, ich weine immer bei dieser Stelle. Es ist so traurig. Einer der wenigen Spiele, wenn nicht sogar das einzige Spiel, wo ich wirklich immer an der Stelle weinen muss, weil ich finde es so traurig. Und ja, das war die Story. Das Hauptspiel von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Oder auch früher genannt Rotes Retterteam und Blaues Retterteam. Eins der besten Game Boy Advance und DS-Spiele. Und nun auch eins der besten Switch-Spiele, meiner Meinung nach. Ich werde niemals verstehen können, warum Leute sagen, dass das Spiel eine 6 von 10 ist. Manche sagen, es ist nicht gut. Also, es ist gut, aber mehr auch nicht. Es ist okay oder sowas. Ich verstehe solche Leute nicht. Für mich ist dieses Remake größtenteils besser als das Original. Das heißt nicht, dass man das hier überziehen sollte zum Original. Also größtenteils. Ich würde schon empfehlen, den Switch-Teil zu holen und nicht die alten Game Boy Advance oder DS-Teile. Also Teil, nicht Teile. Gab es auf dem DS noch einen zweiten Teil. Aber ich... Es gibt Dinge, die ich mir wünsche. Zum Beispiel, dass man die Pixel-Artworks wieder hat. Nicht unbedingt die gleichen, denn manche, wie zum Beispiel diese Samen, sahen einfach kacke aus. Wie Samen sah aus, als wäre der shiny. Und das war blöd. Aber ja, zum Beispiel Dragon Quest auf der Switch hatte ja zum Beispiel so einen Modus, da konntest du das ganze Spiel in Pixel-Grafik spielen. Und das fand ich mega geil. Und das wünsche ich mir bei sehr vielen anderen Spielen. Mario, Sonic, Olympische Spiele, was auch immer, da hat er das auch. Ich hab's nie gespielt, aber ich hab's auf jeden Fall in den Trailern gesehen, dass es hatte. Und das wünsche ich mir unter anderem bei diesem Spiel. Aber das ist nicht das Einzige, was ich mir wünsche. Die Schwierigkeit unter anderem, die ist, ich würde sagen, schwerer. Lavados war zum Beispiel schwerer als Arktos. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich ein Bisasam und ein Pikachu hatte. Aber für mich war Lavados schwerer als Arktos. Und normalerweise ist es genau andersrum in den Originalteilen. Jeder hatte Albträume vor Arktos. Wegen seinem Pulverschnee. Und das ist so OP. Aber wir hatten das nicht zu Gesicht bekommen.
Und Rayquaza hätte ich wahrscheinlich auch jetzt so oder so geschafft. Ich hatte so viele Heil-Items, ja. Und ich habe echt einen ganzen Tag, okay, nicht einen ganzen Tag, mehrere Stunden, vorher nochmal gelevelt mit den Intensivtickets, die ich hatte. Die normalen habe ich nicht benutzt, weil die sind langsam und langweilig und so. Ich hatte zum Glück die Illusionshülle direkt nachdem ich verloren habe, konnte somit all meine Items wiederholen. Oh Gott, die Musik. Die Musik in diesem Spiel, die ist so gut. Eins der besten Videospiel-Soundtracks, die es jemals gegeben hat. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein großer Fan von dem Spiel bin und von dem Soundtrack. Wenn ihr den Soundtrack schlecht findet, ist es okay, wenn ihr ihn nicht mögt. Jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Aber wenn ihr den schlecht findet, ne, dann könnt ihr einfach gehen. Ja, dann könnt ihr gern gehen, wenn ihr das Spiel schlecht findet, Soundtrack schlecht findet, Gameplay schlecht findet. Okay, Gameplay. Auf jeden Fall das Spiel schlecht findet, dann könnt ihr gerne gehen. Meinungsfreiheit blockiert. Nein, ich bin am struggeln, ob ich dem Spiel eine 8 von 10 oder 9 von 10 gebe. Ja, so weit gehe ich. Bei 6 von 10 ist einfach echt lächerlich. Also, ich bin wahrscheinlich bei einer 8 von 10. Aber es ist so ein gutes Remake. Und ich habe mir echt gewünscht, dass das eins meiner Lieblingsspiele wird. Oder zumindest eins der besten Spiele auf der Switch. Und das ist ja für mich geworden. Und ja, ich struggle momentan bei einer 8 von 10 und einer 9 von 10. Es ist so auf 8,5 von 10 ist es momentan so ungefähr bei mir. Wir werden mal sehen, wie der Rest des Spiels ist. Das Rest, ja. Es kommen noch viele weitere Folgen. Und jetzt geht erstmal die Story weiter. Ich will nicht gehen. Ich will auch nicht weg. Ich möchte bei meinem wundervollen, einzigartigen Freund bleiben. Und wir sind zurückgekehrt. Ende! Fragezeichen am besten noch am Ende. Ja, wie gesagt, es kommen noch viele weitere Folgen und ich musste gerade wieder weinen. Hier endet die Geschichte von Maigo und Pika. Aber nicht die von Team Epic. Es gibt noch viele Aufträge zu erfüllen. Ein neues Abenteuer steht bevor. Die legendären Pokémon werden in Erscheinung treten. Lass dir das nicht entgehen.